YouTube, hier ist wieder euer KottiXD. Ja, willkommen zur zweiten Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Und heute dreht es sich um den Mod Too Much TNT. Ja, der Name sagt alles. Und es gibt viele neue TNT-Sachen. Es gibt auch mehr Erze dazu, zum Beispiel Sulfur-Ohr, Uranium-Ohr, ein Meteorit und sowas wie Schnee, nur halt radioaktiv, ist Nuclear Waste. Es leuchtet auch und fügt einem Schaden zu, wenn man da drüber läuft im Survival-Mode. Ja. Hier seht ihr noch vom Paintball-Mod unsere Base. Und ja, so sieht Sulfur aus. So. Uranium sieht so aus, leuchtet auch. Und Meteorit sieht so aus. Ja. Eigentlich relativ einfach. Und jetzt kommen wir mal zu den neuen TNTs. Ja. Der Standard-TNT ist hier gar nicht aufgelistet. Das sind jetzt einfach alle neuen TNT-Blöcke. Ja. Ich werde versuchen, so viele wie möglich davon vorzustellen. Manche erklären sich auch schon von selbst, die dann nicht vorstellen muss und auch nicht mache. Manche kann ich auch nicht vorstellen, weil dafür mein Computer einfach zu schwach ist. Ich werde euch dafür erklären, was da passiert. Zum Beispiel beim Meteor-TNT. Wenn ihr das TNT entzündet, dauert es einige Zeit und dann kommt aus dem Himmel ein Meteor und bombt ein Loch in den Boden, in den Berg, wo auch immer ihr das hingesetzt habt, das den TNT-Block. Mein Gott. So, die kann ich alle vorstellen. Fire TNT kann ich auch vorstellen. Snow TNT ist, glaube ich, schon klar, aber ich stelle trotzdem vor. So, mit dem ersten bomben wir jetzt sofort mal unser Haus weg, aber ich brauche ja noch Snow TNT, kann eigentlich dann weg. Ich brauche ja noch ein Feuerzeug. So. Und so. Und es laggt hier alles gerade so aufs Übelste. Aber egal, wir machen trotzdem weiter. Hier, so sieht das TNT mal 5 aus. Und ja, ich werde es jetzt mal entzünden. Der Name hat nachher, nach der Entzündung, werdet ihr sehen, hat der auch irgendwie ein bisschen Sinn. Er ist 5-mal so groß wie der normale TNT-Block. Das Loch ist 5-mal so groß wie das von einem normalen TNT-Block. Ja, mal 20, ne, kann sich von allein erklären. Mal 100, also mal 20 ist jetzt nicht so spektakulär. Und ja, ich stelle jetzt mal das mal 100 vor. Das ist schon etwas heftiger. Komm schon. Und es laggt, weil das TNT explodiert ist. Und ich höre nur das Explodieren, aber sehe noch kein Loch. Und da ist es. Und überall strömt Lava rein und Wasser. Der See ist hier offen gebombt worden durch das Loch. So. Ich gehe jetzt mal hier raus und zeig mal aus Survival-Perspektive, wie das aussieht. Nicht von oben, erstmal von der Seite. Wie ein Riesenloch. Und da hinten hat sich's immer noch nicht generiert. Aber auf jeden Fall ist es riesengroß für einen TNT-Block. Aber im Vergleich zu den anderen, was noch kommt, zum Beispiel mal 500, ist es so gut wie nichts. So, Flying Mode geht gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Weil das Ganze hier so auf übelste laggt. Ne, geht gerade nicht. Dann schwimme ich hier halt hoch. Und
Dann stellt euch mal bitte vor, was beim Meteor passiert wäre. Da wäre dann wahrscheinlich das ganze Spiel abgekackt. Und ja. Ich setze das jetzt mal etwas weiter entfernt hin und hallo Creeper. Du kannst auch Löcher in den Boden bomben. Nicht große. Aber kannst es auch. Ja, du bist ganz toll. Ich setze ihn jetzt mal hier hin. So. Die FPS gehen jetzt gerade irgendwie nicht hoch. Egal, ich zünd ihn trotzdem. So, ich gehe jetzt mal etwas weiter weg. Oh mein Gott. Wir sehen ihn schon wieder nicht. Das Spiel laggt schon wieder auf übelste. Ja, hier oben sollte ich sicher sein. Ich höre noch nicht mal den Boom. Jetzt habe ich ihn gehört. Und alles wurde hier auf einmal rot. Das Skelett dort hinten. Das Schaf, die Spinne. Oh mein Gott. Wie groß soll denn dann das Loch sein? Den 500er habe ich noch nicht ausprobiert. Oh mein Gott. Ich war doch nicht auf dem Berg sicher. Ich war noch nicht mal auf dem Berg sicher. Ach du mein Gott. Komplette Welt ist aufgesprengt. Aber die komplette Welt. Wirklich, es geht hier bis in so. Ja, jawohl. Dann zünde ich jetzt mal die etwas harmloseren. Glaube ich, ist gar nicht so eine schlechte Idee. Sonst baue ich das Spiel hier gar nicht mehr auf. Oh nein, oh nee. Warte, ich komme gleich wieder. Ich mache einmal kurz einen Cut. Bis gleich. Hallo YouTube, da bin ich wieder. Und ja, es hat einfach nur an der Stelle so aufs Übelste gelaggt. Da seht ihr noch den völlig zerstörten Berg links. Das ist einfach heftig. Ich entferne mich jetzt mal hier etwas, zumindest, von dem Riesenkrater, weil da kann man ja nicht mehr viel machen. Ist ja die ganze Landschaft zerbombt von einer Bombe, von einem TNT-Block. Ich hätte selber niemals gedacht, dass der so große Auswirkungen hat. Also, Hut ab. So, nehmen wir jetzt mal den Flat TNT Block. So. Und er hat alles in seiner Umgebung auf diese Höhe. Ja. Zerstört, sage ich jetzt mal. Das hat den Vorteil, dass man da schick ein Haus drauf bauen kann. Schick bauen kann ich jetzt auch mal hier zeigen. Hier ist nämlich ganz unten. Ist etwas leichter, kann man besser sehen. So, alles eine schöne glatte Fläche. Ist ganz praktisch. So, Mining Flat. Sehr nützlich fürs. Na, was sagt uns der Name? Fürs Mining. So, jetzt wie ihr seht, bei der Mining Flat wird alles in der Umgebung ausgeleuchtet. Passt gerade gut, weil die Nacht anbricht oder besser gesagt jetzt zu Ende geht, aber egal. Alles wird mit Fackeln beleuchtet. Ein sehr schöner TNT-Block. Ja. Kommen wir zum Kompakt TNT-Block. So. Der Kompakt TNT-Block setzt einen Boden in den Loch voller TNT-Blöcke, die dann natürlich auch nochmal explodieren. Und das endet dann ungefähr so. Auch ein sehr witziger TNT-Block. Ja, Fire TNT.
Der Name sagt auch schon alles irgendwie. Strömt hier so Feuer aus dem raus jetzt. Aber das ist nicht der Sinn, sondern es ist dieser Sinn. Die ganze Landschaft in der Umgebung, alles wird in Flammen gesetzt. Ein sehr lustiger TNT-Block. Und wir blieben beim Fire TNT stehen. Und dann machen wir jetzt mal beim Snow TNT weiter. Ach, war gar nicht. Snow TNT weiter. Ocean TNT. Hellfire TNT. Vaporized TNT. Ender TNT. Nuklear TNT. Mache ich ganz zum Schluss. Ihr wisst dann auch warum. Digging TNT. Drilling TNT. Und Ghost TNT. Ja, die ganze Landschaft hat sich jetzt hier auch schon wieder ausgebrannt. Dann kann ich jetzt das Snow TNT zünden. So. Von hier oben sieht man es ganz schön. Und die Landschaft wird dann so danach aussehen. Alles Schnee. Ocean TNT. Erklärt sich dann nach dem Snow TNT auch irgendwie von selbst, aber es macht nicht nur einen Ozean, sondern direkt Tintenfische mit. Ja, praktisch und unpraktisch, weil sie irgendwie total hässlich sind, finde ich. Aber egal. Alles unter Wasser hier. Nicht schön. Ja. Nehmen wir jetzt erstmal wieder das Hellfire TNT. Etwas weiter weg vom Ocean. Ach. So. Zünden das. Und wir sehen, es spuckt noch mehr Flammen aus. Ja. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Es kommt eine Schar von Ghasts. Ja. Nicht schön. Es spawnt außerdem, wenn im Ozean Nähe es explodiert, ein bisschen Obsidian, Nether und Lava. Ja. Und jetzt kommt das Vaporized TNT. Gar nicht mal so doofe Erfindung. Weil, werdet ihr sehen, es löscht hier einen Teil. Es ist aber hier eher sehr schwer, deswegen zünde ich es jetzt einmal hier, weil es eine doofe Idee von mir. Ich setze mal lieber hier hin, so. Mehr so in der Ozeannähe. Und ja, da hat es einen Teil entfernt. Und jetzt werdet ihr sehen, es entfernt vieles wieder. So. Ender TNT klärt sich, glaube ich, auch von selbst. Nehme ich aber trotzdem mal mit rein. Denn es teleportiert dich an einen ganz anderen Ort. Nein, es spawnt keine Enderman. Es teleportiert dich an einen anderen Ort, weil sonst wird es ja Enderman TNT heißen. So. Digging TNT, oder ist das? Nee, Digging TNT ist sehr nützlich fürs Runtergraben. Ja, seht ihr hier, es entsteht ein Gang nach unten und das Nützliche ist, ganz unten ist Wasser mitgespawnt. Ja, jetzt kommt das Drilling TNT. Komm, beende den Flying Mode. Ja, jetzt laggt's wieder. Mal ist das doof. Ja, schwebe ich mal jetzt hier so auf dem Berg, damit ich wenigstens nicht sofort tot bin. So. Game Mode 0, dann falle ich runter. Game Mode 1. Zünde ich jetzt hier das Drilling TNT. Und ihr werdet sehen, es ist auch nicht schlecht. Es spawnt ein größeres Loch auch mit Wasser unten drin.
Legt natürlich viel frei. Diamanten vielleicht auch. Redstone und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich hier noch das Ghost TNT. Das ist sehr geil. Muss ich wirklich sagen. Ich grab jetzt hier schon mal so runter. Und ich würde es hier zünden. So. Es verschwindet jetzt nach unten und ihr hört nur noch die Explosion. Warum es nicht oben explodiert? Weil es wie ein Geist durch die Wände geht. Und unten etwas freibombt. Hier, das ist alles freigebombt. Das hier war leider ein Tunnel. Ja, aber egal. Das war dann auch noch das Ghost TNT. Und ja. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen zeige ich jetzt noch die besten, die es noch gibt. Floating Island ist noch ganz geil. Groove 9. Costume TNT. Nuklear TNT. Und ja. Es gibt auch noch mal von vielen ein Dynamit. So. Und Item Group, the TNT Goods, gibt's auch nochmal. Poseidon's Wave, Mankings Mark, das sind so Feuer, Wasser, Erde, Luft, so, ne. Erstmal das Dynamite werfen, Rechtsklick und man wirft's. Und es sollte explodieren, was es auch tut. Und es macht was genau? Ein 500 Blöcke großes Loch. Das ist was. So, da drin kann ich jetzt super. Das gibt's doch nicht. Game Mode 0. Na. Ist aber egal. Komm. Game Mode 1. So. Hole ich mir jetzt wieder. Nuklear TNT. Floating Islands und Custom TNT. So. Floating Island ist cool. Ich setze mal jetzt hier hin. Ah, jetzt brauche ich auch noch Feuerzeug wieder. So, setz dich mal hier hin. Es erklärt sich auch von selbst, aber ich wollte es unbedingt zeigen, weil es einfach so cool ist. Es kopiert alles von unten. Genau. Wieder in die Luft. Ich wurde jetzt aber gerade irgendwie wegkatapultiert, weil ich im Weg stand, glaube ich. Das ist schade. So. Wie ihr seht, das ist nicht die wirkliche Insel, auf der wir waren. Das ist die Floating Island. Nein. Also, so sieht's dann aus. Man sollte sich auch was mit Wasser suchen, weil dann ist es etwas schöner. Sieht ein bisschen cooler aus. Man hat auch Wasser auf der eigenen Insel, ganz oben. Ja. Die kann ich jetzt auch sofort wieder vergiften lassen vom Nuklear TNT. Eine schöne Erfindung. Ganz im Ernst. Game Mode 0 wieder, weil ich gerade aus dem Flying Mode nicht rauskomme. Entzünden. Game Mode 1. So sterbe ich auch nicht. So, jetzt komme ich auch nicht in den Flying Mode rein. Auch gut. Und ich werde hoch in die Luft geschleudert. Und bis ich wieder aufgekommen bin, alles vergiftet, die ganze Insel grün. Müsst ihr jetzt mal sehen. Alles grün hier, alles vergiftet. Und die Bäume. Alle weg. Tja, na, so ist es halt. So, und jetzt zu guter Letzt. Custom TNT. Das habe ich auch noch nicht selber entzündet.
Ich mach's jetzt mal nicht auf Eis, das ist glaube ich irgendwie eine doofe Idee. So, scharf, mach mal mehr. Da brennt immer noch alles. Da ist auch das Loch, das wir gerade mit dem Dynamite gemacht haben. Und ja, jetzt das Costume Trinity nimmt verschiedene Farben an, explodiert und setzt Feuer. Nicht, anscheinend jetzt nicht gerade irgendwie ganz toll, aber auf jeden Fall etwas. Und ja, Download auch wieder in der Beschreibung, ist das gleiche wie letztes Mal, könnt ihr alles drüber downloaden. Und ja, tschö mit Ö.